das Sauer, da fährt er ja echt 38. Oh, Tüse, Tack. Ja, Maschallah, Katschakaboom. Kaboom, Arakatanata. Oh, Digga, ich will da rein. Katschakaboom. Ja, und hier werde ich jetzt chillen. Fette Nice. So Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar bin ich gerade auf dem Bike hier unterwegs in Norwegen. Wir haben es Mitte Mai, so unfassbar schönes Wetter. Wir haben um die 10 Grad gerade. Erster wirklich sonniger Tag hier oben in Norden Norwegens. Und ich bin mit meinem Bike hier unterwegs, fahre ein paar Kurven und genieße das total. Das ist so geil, mal wieder rauszukommen und die Sonne zu genießen. Und nach diesen minus 10, minus 20 Grad fühlen sich auch einfach so 10 Grad an wie 50 in Italien oder so, dadurch, dass man sich so an diese Temperaturen hier gewöhnt hat. Er ist gerade hier in so einen einsamen Hafen gefahren, auch mega geile Aussicht hier und nehme euch einfach mal wieder mit durch meinen Tag. Kuss! Jetzt haben wir Kamera hier umdrehen, müsste mein kleines Schätze betrachten. Alles ist so sexy. Ich bin jetzt hier gerade in ein kleines Stückchen lang gefahren und dachte mir, ich parke das Schätzle hier. Und gehe jetzt einfach mal entspannt. Alter, seht ihr, das Wasser sieht so geil grün aus. Oh, ich habe richtig Bock reinzuspringen, aber ich glaube, es ist einfach Gletscherwasser oder so. Ich glaube, es ist so kalt. Naja, wie auch immer. Ich werde jetzt hier mal runterlaufen und dachte mir, dass ich mich gleich einfach da vorne hinlegen werde und schlafen werde. Ich werde mich da jetzt auf den Stein legen und schlafen für eine Stunde oder so. Und einfach meine Haut ein wenig bräunen. Alter, ich bin so weiß geworden hier in Norwegen, das ist nicht mehr normal. Ich bin einfach ein Käse, Digga. Oh, tschakka, boom, arakatanata. Oh, Digga, ich will da rein. Tschakka, boom. Ja, und hier werde ich jetzt chillen. Fette Nice. Ich denke mir gerade so, wie krass, dass ich das eigentlich so leben darf. Ich sehe so, es ist einfach jeden Tag. Mit Sonne ist ein bisschen ungewöhnlich, aber was eine wahnsinnig schöne Aussicht. Ich stecke hier fest. Meine Leder kommt mir so eng, dass ich nicht mehr. Ich krieg nicht mehr raus, Alter. Oh, ja, regiert. Oh, Chica. Oh, ich chill jetzt gerade schon, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so in diesem Reifen. Das ist einfach die geilste Erfindung meines Lebens. Ich schwör's euch, ich werde hier jetzt, keine Ahnung, ich werde hier immer hinkommen und mich in diesen Reifen chillen. Ist so geil. Ich habe auch das Gefühl, ich habe schon Sonnenbrand. Geil, Alter. Na, wie auch immer, ich werde gleich, vielleicht werde ich hier noch eine halbe Stunde sitzen, ein bisschen Musik hören. Und dann habe ich Bock auf einen Hotdog. Ich habe auch Bock mal wieder zu angeln. Wenn ich gerade das Wasser hier so sehe, Fisch wäre auch mal wieder was für meinen Magen. Oh ja, oh ja, oh ja, das muss ich machen. Ich muss angeln gehen. Na, wie auch immer, erstmal werde ich mir gleich einen Hotdog gönnen. Dann dachte ich, dass ich vielleicht nochmal auf den Berg fahre. Ich wollte auch eigentlich noch ein paar Bilder machen. Vielleicht aber auch nicht. Erstmal werde ich mich jetzt hier ausruhen in diesem Reifen. Ist nur empfehlenswert für jeden. Ach so, und jeder, der die ganze Zeit fragt, oder nicht die ganze Zeit, aber ich habe schon ein paar Mal die Frage bekommen, ob ich überhaupt mit Lederkleidung fahre, weil ich auf den Bildern häufig keine Lederkleidung anhabe. Ja, ich fahre eigentlich immer mit Lederkleidung. Aber Leute mögen Bilder mit Lederkleidung nicht. Ich habe da vorne im Reifen jetzt einige Zeit verbracht, habe jetzt eben auch noch mal ein paar Bilder von mir gemacht, die sind allerdings total kacke geworden um ein Stativ. Lässt ein bisschen zu wünschen übrig, ich muss die Schrauben mal wieder festdrehen. Ja, und ich dachte mir, ich würde mich jetzt auf mein Bike schmeißen und einfach ein bisschen mit euch schnacken und schauen, wo der Weg uns hinführt. Aber ich bin ganz sicher zum Hotdog-Stand, Ladies. Ich fühle mich so, als ob ich Corona habe, Alter. Geil. Naja, so, ich werde jetzt mich auf mein Bike schwingen und schauen, wo der Weg uns hinführt. Habe ich das eigentlich schon erwähnt? Ich habe euch jetzt gerade auf meinen Kopf drauf. Ich hoffe, dass alles so funktioniert. Und die Handschuhe sind auch einfach nur Kacke. Geh rein. Jetzt müssen wir das Bike hier umdrehen. Das wird natürlich auch nochmal ganz schön lustig. Das passt, glaube ich, gar nicht. Vielleicht muss ich das schieben. Ich werde es mal ausprobieren, ob ich das hier... Ich habe gar keinen Platz, Alter. Was ist das für eine ranzige Scheiße? Egal. Wir machen das. Das wird gar nicht passen, Alter. Was habe ich mir denn dabei gedacht, hier hinzufahren? Boah, das ist einfach nur intelligent schon wieder. Auf einem ganz anderen Level. Fette Nice, Alter. Erstmal schieben. 5 Stunden später. Die Maschine ist im Graben. Tschakaboom. Oh, Gott. Oh, Scheiße. So, hier werden wir jetzt drehen. Oh,
Avocado-Maschine. Hab ich hier so rum. Oh. Nein, ich komme hier nicht so rum. Okay, so. No rest, no worth. No. Chaka, boom. Okay. Oh mein Gott. Woohoo. Maschine. Meine Nase läuft. Ja gut. Oh. Ich fühle mich so tot, Alter. Oh, geiler Ort hier. Kann man nichts zu sagen. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zu den Kurven und schauen uns mal an, ob wir auf dem Weg vielleicht einen Hotdog-Stand oder eine Tankstelle oder sowas finden. Weil mein Magen, Bruder, stirbt. Ich habe richtig Hunger. Ich habe richtig, richtig Hunger. Und ich werde mir da sowas von 5 Hotdogs reinklatschen. Oh, Digga. Ich bin so geschlaucht jetzt. Das war wieder genug Sport für heute. So, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ist mein Handy? Ja, habe ich. So. Und auch wenn das hier so schön aussieht mit dem Wetter, ich muss jetzt sagen, so eben als ich jetzt auf dem Reifen gechillt habe und so, alles okay, hat Spaß gemacht, war ein bisschen schön Sonne zu tanken, aber wenn man auf dem Motorrad fährt, ist es doch schon ganz schön kalt. Also ja, ich meine, Deutschland 10 Grad habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht. Ist okay, aber so weite Strecken, ich bin jetzt gerade 1,5 Stunden rausgefahren und so zu wissen, dass ich jetzt wieder 1,5 Stunden zurückfahren muss. Zu meinem Schlaf, das ist irgendwie, also keine Ahnung, ist okay, aber manchmal wünsche ich mir dann doch ein bisschen mehr Wärme unterm Arsch. Und das Problem ist auch, dass sich die Temperatur hier über einen Tag so krass verändern kann. Manchmal schneit es hier. Oh, kleiner Bubi, ist das sweet. Oh, wie er smiled, Alter. Oh, ist das cute. Das ist sauer, Alter. Fährt er hier echt 38. Oh, tschüss, tack. Ja, mashallah, katschakaboom. Oh, ich habe auch irgendwo gerade eine Kieskuhle gesehen. Atsch. Und wollte mal schauen, ob ich die wiederfinde, weil die ganz geil war. Ich würde gerne mal hinfahren mit dem Bike. Und dann, oh, das riecht hier nach Grillen. Ja, ich will auch grillen. Oh, ich brauche einen Hotdog, Digga. Oh mein Gott, ich habe so Hunger. Ich brauche einen Hotdog. So, nebenbei habe ich gerade auch noch mal eine Frage, ne? Ich habe jetzt die nächsten 3 Wochen noch super viel Zeit, Videos zu schneiden, Videos zu drehen. Habe auch echt mega Bock darauf und werde die Zeit auch nutzen, das Ganze mal zu machen, weil ich hier in Narvik den Job gekündigt habe. Und bevor es jetzt weitergeht, werde ich hier viel durch die Gegend fahren und dachte, dass ich dem einen oder anderen vielleicht dann auch mal ein bisschen das Urlaubsfeeling zurückgeben kann, was vielleicht für den einen oder anderen auch einfach gerade nicht möglich ist, selber reisen zu gehen. Und da es für mich halt hier oben im Norden möglich ist, dachte ich, dass es vielleicht auch schön ist, dass ihr ja, das vielleicht so mit mir miterleben könnt. Und ich würde euch gerne auch fragen, was euch so interessiert, ob ihr irgendwelche Themen habt, die ich euch erzählen soll oder irgendwelche Fragen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, alles Mögliche zur Reise, Motorrad, was fahre ich gerne, fühle ich mich als Frau sicher, was muss man beachten, welche Länder, wie auch immer. Wollt ihr sowas mehr? Oder wollt ihr mehr, dass ich einfach euch mit durch meinen Alltag nehme, egal was es ist? Weil der Alltag besteht natürlich viel aus Motorradfahren. Mein Alltag auf der Reise besteht aber eben auch viel durch Zelt abbauen, Zelt aufbauen, Leute treffen. Gerade hier im Norden ist das möglich, bevor jetzt hier Leute wegen Corona ankommen. Es ist eine andere Welt hier oben, ich kann das selber auch gar nicht glauben. Und ja, wollte euch da so ein bisschen fragen, was euch denn so interessiert. Ob ihr meinen Alltag sehen wollt oder ob ihr wollt, dass ich ja Fragen beantworte, die vielleicht auch dem einen oder anderen dann helfen, ein bisschen Sicherheit zu bekommen und vielleicht ja auch so die Angst nehmen, selber reisen zu gehen. Genau. Oder ich meine, ich kann auch einfach beides machen. Aber ja, es wird mich halt mega, keine Ahnung, unterstützen, wenn ich einfach wüsste, was ihr hören wollt. Nein, fuck, Alter. Ja, hier will ich hin. Oma Schal. ja. Oh mein Gott, gerade voll vom Thema jetzt abgewichen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich wollte mir die Kieskuhle hier angucken. Ich bin jetzt auch motiviert, mir die Kieskuhle hier anzugucken. Oh, ist gerade mega warm hier, weil dieser Berg oder was es hier Schatten gibt. Windschutz gibt und dadurch. Oh mein Gott. Oh, das ist das erste Mal. Ist nicht gelogen gerade, dass ich warm. Ich fühle mich warm. Ich fühle mich warm.
So, was mache ich eigentlich gerade? Ich wusste nicht genau, ob ich jetzt nach rechts abbiegen will oder ob ich hier einfach runterballer. Ich glaube, ich werde hier jetzt mal runterfahren und schauen, was da unten so abgeht. Genau, ich finde, das ist eigentlich ein Plan. Oh ja, ich glaube, hier werde ich mich nochmal sonnen. Oh, da ist ein Haus. Ups. Ich glaube nämlich nicht, dass das... Oder ist es erlaubt, hier hinzufahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht. Das ist aber cool hier, oder? Sollen wir nach links? Nee, wir fahren mal nach rechts. Weil ich glaube, wenn man hier nach rechts fährt, kommt man zum Wasser. Ja, wir fahren mal hier lang, glaube ich. Das ist nicht so dumm. Das ist eine intelligente und weise Entscheidung. Na, es war dumm. Ich glaube, links ist geiler gewesen. Aber vielleicht will ich doch... Nein, egal. Wir fahren jetzt erstmal geradeaus hier. Erstmal geradeaus. Oh, wir können gucken, wo das hier endet. Oh, es ist super, super schwierig hier zu fahren. Es ist voll matschig. Ja, endet halt in der Grube, ne? Ist jetzt nicht so geil. Wir drehen mal wieder um. Vielleicht ist die andere Seite spektakulärer. Man kann das nicht sehen, ne? Aber es ist irgendwie übertrieben matschig. Sieht so trocken aus, aber irgendwie ist es matschig. Es ist matschig. Ich mag kein Matsch. Ich habe Hunger. Ich will einen Hotdog. Der Hotdog-Stand ist, glaube ich, noch eine Stunde oder so weg. Soll ich geradeaus fahren? Oder soll ich... Ja, ich fahre mal gerade... Oh. Ups. Oh, man kann das auf dem Video nicht sehen, Alter. Ich slide so viel gerade. Kann man das sehen? Na, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, hier werde ich mein Bike jetzt abstellen. Oh, es ist so geil warm hier. Ich könnte euch das nicht vorstellen. Wir machen das platt. Das ist die Idee des Jahrtausends. Ganz viel Sand drunter und platt drehen. Das ist bestimmt schlau. Glaubt ihr, das ist schlau? Oh mein Gott, das war die dämlichste Idee, die ich jemals hatte. Mal sehen, wann es endet. Vielleicht kippt es ja nicht um. Sag ich doch, es kippt nicht um. Maschine. Alter, schaut mal, wie geil dieser Ort schon wieder ist. Schneeberg im Hintergrund. Hier kann man ein bisschen Enduro ballern. Hier ist ein kleiner See, Berg im Hintergrund. Also es ist echt wahnsinnig, wahnsinnig schön. Das Geile ist, das Ganze gibt jetzt auch ein bisschen Windschutz und ich fühle mich warm. Das ist so spektakulär hier in Norwegen, sich ernsthaft warm zu fühlen und sich nicht den Arsch abzufrieren. Lang ist es her, Leute. Gute Nachrichten, Leute. Ich bin hier gerade ein bisschen spazieren gegangen. Und was habe ich gefunden? Einen Stein. Ach, das ist einfach perfekt. Leute, ich bin jetzt gerade hier, chill auf meiner Tasche hier im Sand. Und mein Motorrad ist im Hintergrund. Ich habe mega die schöne Aussicht hier. Und werde das Video an der Stelle jetzt beenden, weil ich es einfach genießen möchte. Mache mir Musik an und werde hier jetzt ein bisschen braun. Warte.